Welche, und das interessiert unsere Zuschauer auch, weil sie es tatsächlich auch gefragt haben, klug, welche Konsequenzen hat es eigentlich, wenn eine Regierung ein so vernichtendes Urteil aus Karlsruhe hört? Gibt es da Strafen? Strafen gibt es nicht, auch keine Strafzahlen. Das Verfassungsgericht lebt davon, dass die Urteile respektiert werden. Und die Strafe ist im Grunde das, was wir gerade erleben, dass Politik dafür sorgen muss, dass das Urteil respektiert wird und dass die Vorgaben eingehalten werden. Ja. Das heißt, dass man Nachtragshaushalt macht, dass man Geld besorgt. Das ist die Strafe. Vielleicht strafen die Wähler auch am Ende die Ampel dafür ab. Das ist Demokratie, dass ein Urteil des Verfassungsgerichts respektiert wird. Und das wäre ehrlich gesagt ein ganz anderes Problem, wenn Urteil des Verfassungsgerichts nicht respektiert werden. Aber da sind wir bei weitem nicht. Von daher spricht das Verfassungsgericht durch seine Urteile und braucht keine Strafen.